hier dementsprechend geskillt hast. Es ist immer noch Fregatte, also. Ja, habe ich. Der kann. Ach ja, stimmt. Geht ja mit Medium geht's, aber mit Karonaden glaube ich nicht, oder was mit Long Cannon? Mit Karonaden kannst Double und die ganzen Double Charge, Double Shot nicht schießen. Wie wendig ist denn das Ding, wenn ich da durch den Wind drehe? 2,36 hat's glaube ich als Wenderadius. Also keine 4 oder 3 oder so, was die Fregatte hatte, oder die Surprise. Desto größer die werden, desto unbeweglicher werden sie. Muss mal wegen Speed rausnehmen. Du schleichst dahin. 9,6 ist das Schleichen 9,7. Schau mal, was da im Angebot ist. Was heißt denn der da schon? Ich sehe noch gar nicht den Namen. John Calavera. Ist eine Fregatte. Oder Ander, will schon aufgeben oder was? Wer? Er hat schon die Segel rausgenommen. Ja, der wartet. Zamperana.
selbst weggeportet. Oh, da müssen wir anhalten und helfen. Wir haben 300 Mann. Versucht die einen von euch beiden wegzuschieben, dass du noch eine Chance hast. So, auseinanderschieben. Aber ich stehe gerade im Weg, das ist scheiße. Ja, ich bin auch im Weg gestanden, deswegen bin ich auch da reingekommen. Nein, er ist im Weg gefahren und ich bin reingekommen. Ja, du hast die Sickel rausgenommen und gegen ihn gefahren. Unpraktisch. Nein. Wir sind zusammengeknallt, genau im Gegenwind. Auswählen konnte ich nicht mehr auf der anderen Seite. Der hat die Blinker. Ah, der massakriert dich gerade. Der hat verloren. Ja. Der hat 50 Marines gehabt. Oder mehr sogar. Warum hat er eigentlich Schiff gewechselt? Ich meine, es ist ja schlechter als sein. Das leere Schild. Ja, bin noch an mir. Schiff wird fast noch unbeschädigt. Ist das Schiff leer? Trotzdem sehe ich da Leute drin. Ah, jetzt hat's die Flagge. Ich werde mit meinem Schiff spazieren. Ich hoffe, dass ich die Dämonen aus dem Gefecht rausbekomme. Deswegen. Weil ich 40 Mann draufgepackt habe oder so. Ich glaube, 40 Mann sind sehr wenig, aber es wird reichen, damit das Schiff fährt. Genau, mehr soll es auch nicht. Ich habe schon auf Retreat gestellt.
der besetzte Schiff mag. Ja, ist okay. Ist okay.
bist denn du, Mark? An der Insel. Ja, die Constitution müsste jetzt langsam untergehen. Ja, die fasst schon Wasser durch die Luken. Nico ist raus. Ja. Ja. Aber hat seinen TS angelassen. User was moved out of your channel. User joined your channel. Warum habt ihr mich aufgesetzt? Weil du weg warst und wir die ganze Zeit uns haben selber reden gehört haben. Du musst irgendwie das Mikro in der Nähe von deinem Lautsprecher gehabt haben. Ja, nein, das ist ja ein Headset. Da ist das Mikro dran. Wir haben uns trotzdem die ganze Zeit gehört, wenn wir das gesagt haben. Okay. Wenn du willst, kannst du auch ins Bett gehen, also du musst nicht extra hier drin stehen bleiben und warten, bis wir mit der Schlacht fertig sind. Wenn du natürlich willst, kannst du auch bleiben. Ich will ja nicht mehr bleiben. Ich bin jetzt auf 8705 Punkten von 10.000. Ist ja auch nicht mehr weit. Da kann ich einen Trikomale fahren, schätze ich mal. Hast du eine? Ja, zwei Stück sogar. Zwei? Kommt der Markt, da machen wir besser Platz. Ich hoffe, jetzt funktioniert der Ton besser. Fast kein Schaden, der Hendrik Ole Person. Ich hab dem das falsche Schiff gegeben.
sorry. Dachte, ich würde an deinem Bugsprit vorbeischießen. Das muss ich aber schon ganz tief halten. Schau, das Mark ist live auch, macht sich bei dem Schiff doch noch stark bemerkbar. Wo ist jetzt der Mark hin? War der schon draußen? Der schnelle Nachladen macht sich bemerkbar, oder? Ich denke schon, ich weiß nicht, wie die normal laden. Ja, du hast dieses britische Refit, du schießt genauer und du lädst 5 oder 10% schneller nach. Ich glaube 5. Die Franzosen 2,5, aber ihr müsst hier nachschauen, warte mal.